In der Tat hatte man bis zum Bau dieser Mauer uns, wenn wir Kritik übten an prinzipiellen Entwicklungen, immer wieder gesagt, es ist nicht der Zeitpunkt, darüber zu diskutieren. Wir sind in einer defensiven Situation, es ist sozusagen eine Schützengraben-Situation und der Gegner zieht Vorteil aus diesen Gesprächen. Also das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, diese Fragen zu erheben. Aber nach dem Bau der Mauer war der Zeitpunkt gekommen. Alle fühlten, es war nötig, grundlegende Veränderungen zu treffen. Diese Überzeugung, dass sich die bisherige Art des Staatsaufbaus und der Gesellschaftspolitik, die insbesondere der übertriebene Zentralismus auch in der Wirtschaftsführung total überlebt hatten, der war allgemein. Es gab eine Art von kritischer Aufbruchstimmung, nicht nur bei den Künstlern, sondern generell in der Gesellschaft, unter den Ökonomen gleichermaßen. Und selbst jemand wie Ulbricht, der hatte wohl gemerkt, dass die Zeit für tiefgreifende Veränderungen gekommen war und hatte seinen engsten wirtschaftlichen Mitarbeiter Erich Apel mit der Ausarbeitung eines neuen Systems der Leitung der Volkswirtschaft beauftragt. Aber dann passierte etwas in der Sowjetunion, nämlich Chruschtschow wurde entmachtet und ihm folgte der schreckliche Brezhnev. Und der machte einen geheim gehaltenen Besuch bei der Staatsführung der DDR und offensichtlich hat er zu dem Zeitpunkt gesagt, Schluss mit all diesen Versuchen und auf Dezentralisierung, Liberalisierung, zurück zu den bewährten Prinzipien. Erich Apel machte Selbstmord. Das 11. Plenum, auf dem sein neues System der Leitung der Volkswirtschaft hätte vorgestellt werden sollen, wurde schnell umfunktioniert in ein Kulturforum und für die Künstler völlig unerwartet prasselten dann die gröbsten Anschuldigungen auf sie und ihre Werke herunter und man verstand eigentlich überhaupt nicht, was passiert war. Man konnte sich das gar nicht vorstellen. Ich selbst hatte zu dieser Zeit einen Film gerade beendet, Das Kaninchen bin ich. Es war eine gewagte Sache, den Film zu machen, denn das Buch, nachdem der Film gedreht wurde, war verboten. Aber ich fand das Buch so gut, dass ich gesagt habe, das muss ich einfach verfilmen. Und als man mir gesagt hat, aber das Buch ist verboten, aber ich will den Film trotzdem machen. Und ich habe ihn gemacht. Dass er dann auf dem 11. Plenum so vernichtend kritisiert wurde und dass solche gröbsten Worte wie staatsfeindlich, konterrevolutionär, eine Beleidigung der ganzen Republik und so weiter fielen, das hat mich sehr erstaunt. Denn es war ja in diesem Kulturleitungssystem der DDR nicht unbemerkt geschehen, dass solche Filme gedreht wurden. Die Filme hatten alle Hürden der Zensur passiert und waren schon, das Kaninchen war schon zur Premiere vorbereitet. Und dann kam dieser schreckliche Schlag. Inwieweit konnte sich Walter Ulbricht gegen derartige Direktiven aus Moskau wehren? Inwieweit war er abhängig von dem, was der große Bruder sozusagen vorgegeben hat? Ich habe den Eindruck, dass der eigentlich Angegriffene auf dem 11. Plenum war Ulbricht, der am gröbsten und am unqualifiziertesten auf die Filme eingeschlagen hatte und überhaupt auf die Künstler eingeschlagen hatte. Aber nach meinem heutigen
Wissensstand, glaube ich, sagen zu können, das tat er, um sich selbst zu salvieren, denn dass den Bericht auf diesem 11. Plenum, den Bericht des ZK, gab Honecker, der ein Schoßkind von Brezhnev war.